Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mal eine Frage an euch. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Kennt ihr den Namen des hier gezeigten Fußballvereins? Ich vermute, dass die überwiegende Mehrheit von meinen Zuschauern, die dieses Video sehen, schon einmal was von diesem Fußballclub gehört haben. Wir hier in Deutschland kennen den Verein unter dem Namen Steaua Bukarest. Auch in anderen Ländern bezieht man sich auf diesen Namen. Leider liegen wir aber alle falsch, denn der Verein Steaua Bukarest heißt gar nicht Steaua Bukarest oder heißt gar nicht mehr Steaua Bukarest, sondern sie haben eigentlich keinen Namen. Wieso der Club offiziell keinen Vereinsnamen trägt, klären wir im heutigen Video. Bevor wir das tun, einen kleinen Faktencheck zu diesem Club. Steaua Bukarest bzw. FCSB Bukarest spielt seit 1947 in der ersten rumänischen Liga und gewann 1986 als erster osteuropäischer Fußballverein den Europapokal der Landesmeister. Zwischen September 1986 bis September 1989 blieb der Verein in der Liga 104 Spiele ohne eine einzige Niederlage. Bis heute ungebrochener Fußballrekord. Gegründet wurde der Club am 7. Juni 1947 als ASA Bukarest. Die Vereinsfarben sind blau-rot und in der rumänischen Liga beendete der Hauptstadtclub die Saison auf Platz 5. Ungewöhnlich, da der Club mit 26 rumänischen Meisterschaften, 23 rumänischen Pokalsiegen und 6 rumänischen Supercup-Siegen nicht nur Rekordsieger von allen drei nationalen Wettbewerben ist, sondern zählte früher als das Nonplusultra in der rumänischen Fußballliga. Heute spielt der Club nicht mal die zweite Geige in der ersten rumänischen Liga, denn sie wurden seit 2015 nicht mehr rumänischer Meister. Seit 2015 gewann der Verein auch nicht mehr die rumänische Meisterschaft. Der größte Tiefpunkt allerdings für den rumänischen Rekordmeister war im Jahr 2017, als man seinen offiziellen Vereinsnamen verlor. Der Verein wurde 1947 als Abteilung des Militärvereins CSA Steaua Bukarest gegründet, bis er 1998 privatisiert wurde. Seit 2003 ist der Unternehmer George Bekeli Eigentümer des Vereins. Im Frühjahr 2017 ging die Rechte am Namen und am Logo nach einem Gerichtsverfahren zurück an das rumänische Verteidigungsministerium, worauf der Verein seinen heutigen Namen und sein heutiges Logo erhielt. Und der Militärverein seine Fußballabteilung ab der Saison 2017-18 unter dem bisherigen Namen Steaua Bukarest in der vierthöchsten rumänischen Spielklasse neu eröffnete. In den Medien wird der Verein jedoch noch oft fälschlicherweise Steaua Bukarest genannt, obwohl es falsch ist. Der neue provisorische Name für den Fußballclub ist FCSB. FCSB soll eine Anspielung auf den alten Name sein. FC für Fußballclub, S für Steaua und B für Bukarest. Aber der Verein heißt nicht Steaua Bukarest, sondern der eigentliche Name, aber obwohl es kein richtiger Vereinsname ist, ist FCSB. Ist keine Abkürzung wie HSV, sondern ist der offizielle Name. Leider muss sich der Verein entweder mit FCSB, FCSB Bukarest oder SC Football Club FCSB SA zufrieden geben. Damit ihr euch das nochmal besser vorstellen könnt, wie ist es jetzt eigentlich? Ja, der Verein heißt doch Steaua Bukarest und FCSB ist nur die Abkürzung. Nein, der Verein heißt nicht mehr Steaua Bukarest. FCSB soll eine Anspielung sein, aber soll eigentlich der offizielle Name sein. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, das ist so, als wenn Juventus Turin sich nicht mehr Juventus Turin nennen darf, sondern sich mit Piemonte Calcio oder FCJT zufrieden geben muss. Aber als wenn das irgendwo und irgendwann mal passiert ist, also never. Ja, das war die Erklärung. Wusstet ihr es? Ich war überrascht, ich habe mal einen Beitrag gemacht, ob ihr diesen Verein kennt und da haben viele gesagt, ja, der Verein heißt eigentlich FCSB, aber früher hieß er mal Steaua Bukarest. Ich war sehr überrascht,
das war's mit dem Video. Abonniert gerne meinen Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.